Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum Squad Battles Spiel gegen die Stanley Cup Champions, gegen die Vegas Golden Knights. Und ich glaube, das wird ein richtig krasses Match. Bin da richtig gehypt drauf, aber die Mannschaft ist halt auch extrem stark. Also da ist jeder gefährlich, auch in der Verteidigung. Torhüter, 96 Hill, 91 Quick. Uff. Hat man schon leichtere Gegner, würde ich sagen. Da hat man definitiv schon leichtere Gegner. Aber wir nehmen uns dieser Sache an, natürlich 4 Minuten wie immer. Und wollen die Jungs natürlich in die Schranken weisen. Das wäre natürlich schön, wenn wir das hinkriegen. Müssen wir halt nur hoffen, dass es so klappt, wie wir es wollen. Ne? Praktisch, dass der Gegner nach unseren Regeln spielt. Wir dürfen auswärts antreten. Wir sind zu Gast beim Stanley Cup Sieger. Das bedeutet aber, ja, wir müssen die Trikots ändern. Ja, wir gehen nochmal raus, weil... Wobei, eigentlich nicht. Dann haben wir Heim- und Auswärtstrikot von den Stanley Cup Champions. Das ist eigentlich ganz okay. Zu Gast in der T-Mobile Arena dann. Das passt eigentlich schon so. Ah, jetzt spielen wir zu Hause. Sie kommt zu uns. Ah, okay. Ah, okay. Das heißt, wir haben sicher nochmal ein Spiel zu Hause hier. Das ist sehr schön. Das freut mich. So, auf geht's. HC California gegen die Stanley Cup Champions, gegen die Vegas Golden Knights. Eichel gegen Tavares beim Face-Off. Ich habe ewig schon nicht mehr gespielt. Nach dieser Woche Urlaub. Könnte das jetzt sehr interessant werden, dieses Spiel heute. Uff, starker Check von Makar war das, glaube ich. Der da ein, zwei Verteidiger wegräumt. Stark geblockt. Was? Wir schicken sie mal wechseln. 3 auf 2 Angriff. Jonathan Marchessault abgefälscht. Maka für Jack Hughes. Da ist Heisi mit dabei. Jack Hughes. Oh, Heisi kriegt die Scheibe nicht. Babaschew kriegt den Check. Und das ist Claude Giroux. Giroux, oh, kriegt den Check. Kommt nicht durch. Pietrangelo. Giroux. Makar. Die Reihe kann jetzt auch wechseln gehen. Niedermeier. Hauden. Ist geblockt. Das ist Taylor Heisi. Und die würde ich im Leben nicht so frei Richtung Tor laufen lassen. Macht Alec Martinez gut. Hauden. Klingberg. Oh, schön gemacht. Spielt die Scheibe schön nach hinten weg. Heisi! Großchance für die US-Amerikanerin. Taylor Heisi. Taylor Heisi kommt nicht zum Schuss. Passoption zu Hughes war auch weg. Das kann denn. Stone ist durch. Stone nochmal geblockt und es ist Anunen. Und da sieht man es wieder. Er hält gut. In der Simulation mutiert er zum Fliegenfänger. Das ist das, was ich nicht verstehe. Kann nicht sein, dass er in den Arcade-Modis so super ist. Und in der Simulation fangen sie dann alle das Fliegenfangen an. Klingberg. Boah. Amadio. Brent McNabb. Firo. Pasternak. Legt sich hin. Karlsson gegen Klingberg. Schwede gegen Schwede. Amadio Gretzky ist auf Position. Heißkanne. Pasternak, Kontermöglichkeit. Pasternak gegen Fioro. Pasternak 1-0 für den HC California. Überläuft Chad Fioro, kommt nicht mehr mit, tackelt nicht mehr genug. Aber davor schön verteidigt von Gretzky. Scheibe schön aufgenommen von Heiskanen. Und dann ging es in die andere Richtung. Boah, Colesar. Versuchen die Scheibe runterzuholen. Das ist gefährlich. Brian Campbell. Brian Campbell. Brian Campbell. Gretzky. Oh. Beinstellen? Fragezeichen. Nicht gegeben.
Schöner Schuss von Dobson. Götze kommt nicht hin. Carey, ja. Gut verteidigt. Campbell, Kolsar und wieder Anunen. Kucherov. Kucherov. Da war die Lücke kurz da. Es ist Niedermeier rüber auf Dobson. Der Schuss ist nicht gut genug. Niedermeier ist geblockt. Makar. Scott Niedermeier. Kucherov. Serafilie blockt die Scheibe da. Makar rüber auf Niedermeier. Abgefälscht. Geklärt. Smith. Matthews Filier sind sich da nicht uneinig. Amadio gegen Makar. Und Konterchance, Kucherov mit Filier. Kucherov, Filier, kriegen die Scheibe nicht im Kasten unter. Oh, White Cloud, gut verteidigt. Kucherov stand da. Schwer, dass er da im Stehen noch was ausrichtet. Filier gegen Karlsson. Stone. Gegen Filier. Hauge, Schuss kommt. Anunen mit der Parade. Drittel ist rum. Zu 5. Schüsse, das ist nicht schlecht. Gute Zeit in der Offensive. Passquote könnte ein bisschen besser sein. 90-80% ist doch ein kleiner Unterschied. Gut, auf 10 Pässe ist es nur ein Pass. Bei 100 sind es 10-20 Fehlpässe. Oh, Sarah Nurse gegen Martinez. Nurse holt sich die Scheibe. Die kämpft sich da gerne mal durch. 2-0 Sarah Nurse. 59. Tor für die Angreiferin. Eine von drei Spielerinnen, die definitiv wahrscheinlich nächstes Jahr wieder im Anfangskader stehen werden. Oder von vier sogar. Jenny Hierikowski ist noch seine. Ansonsten Megan Keller eigentlich fast gesetzt nächstes Jahr in der Verteidigung. Oh, stark gemacht. Tavares kann sich da nur nicht ganz durchsetzen. Niedermeier, klasse Schuss nochmal. Nylander gegen Pietrangelo. Marchessault, der kam bisher noch gar nicht zur Geltung, der 99er. Babachev. Und das ist Anunen. Scott Niedermeier. Nurse, boah, kriegt einen üblen Check-up. Babachev. So, tanzt da fast vorbei, Martinez. Und es ist dann Makar. Und Makar schickt Nurse und Nurse läuft nicht durch. Nylander, Giroud. Oh, schade. Giroud hat das so schön gewartet, dass er ihm die Scheibe in Lauf spielen kann. Ja, das Poulin. Ne, Pasternak sollte die Scheibe dann in Lauf spielen. Poulin. Kriegt die Scheibe auch nicht durch. 2-2 Situation mit Howden, mit Stevenson. Niedermeier blockt. Stevenson nochmal. Anunen hält fest. Stone. Boah, Anunen. Schmeiß die Scheibe weg. Du sitzt gefährlich. Giroud. An allen vorbei. Claude Giroud. Das ist Zucker. Das ist Zucker von Claude Giroud.
um den Mann rum, findet Heisi und Heisi muss nur noch reinschieben. Oh, ist das Zucker. Boah, ist das ein Traumtor. Hier, Achtung, Giroud. Jetzt mache ich den Deke-Move um ihn herum. Der Check von McNabb geht ins Leere. Giroud nimmt die Scheibe auf, hat zwei Verteidiger vor sich und sieht, hey, wenn ich die Scheibe jetzt durchlege, ist Heisi komplett frei. Und sie ist komplett frei. Oh, schade. Und Taylor Heisi trifft auch in diesem Spiel nochmal. Schade, das wäre schön gewesen, wenn er die Scheibe dann noch durchlegen hätte können. McNabb, Heißkanen nimmt mit dabei. Und Heißkanen, ich würde sagen, derjenige, der McNabb jetzt hier mal kurz die Abreibung verpasst. Jack Hughes. Mit Tempo, das kann er schon. Heisi 4-0. Doppelpack Taylor Heisi. Taylor Heisi, ja, die Kapitänin, Nachfolgerin von Megan Keller. Muss ich vielleicht dazu sagen, Megan Keller eigentlich als Kapitänin bei uns gesetzt, wenn sie oder wenn wir sie in der Mannschaft hätten. Da dies aber nicht immer der Fall ist. Hat das Assistenzamt von Taylor Heisi gegriffen. Ansonsten gesagt, Assistant Captains, was haben wir jetzt durch Niedermeyer ist durch Assistant Captain, ne, Dobson. Würde ich auch nicht mehr machen. Also ein Ducks-Spieler und so wie Sigurd zum Beispiel. Oder jetzt eben. Boah, schade, wird er gecheckt. Quick, kann die Scheibe festhalten. Niedermeyer oder Sigurd zum Beispiel. Maka! Tor! Wayne Gretzky! 57. Tor! Für die 99, da arbeitet er schön nach. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt noch durchgekommen ist. Maka mit dem mittelmäßigen Schuss. Quick lässt blocken. Oder lässt prallen, mehr oder weniger. Hier, schlechter Schuss eigentlich. Und Gretzky irgendwie findet er die Lücke zwischen Pfosten und Jonathan Quick. Carrier Tor für die Knights. 1-5. Schöner Konter. Schön zu Ende gespielt. Anonen. Nicht viel Chancen gelassen hier. Ach ja, oh, verliert die Scheibe gegen Roy. Pfosten, Anonen. Dankeschön. Kommt nicht hin gegen Pietrangelo. Koch kommt nochmal hin. Niedermeyer ist schneller. Niedermeyer, nein! Das wäre so ein schönes erstes Tor gewesen für Scott Niedermeyer. Ich hätte es ihm so gegönnt.
Klinge. Boah, war das ein Hammer. Klinge, fehlt mir gerade auf Klinge und Heißbein, die ehemaligen Stars-Verteidiger zusammen. Dann kriegt er nochmal einen ab und nochmal eine Drittelpause. Beim Stand von 5:1. 8:16 Torschüsse. Das ist in Ordnung. Die Scheibe liegt davor, Quick. Quick hatte da keine Ahnung mehr, wo die Scheibe war. Wieder mal K.O. Nurse verpasst die Chance hier. Nurse verpasst die Chance. Nurse holt sich die Scheibe genauso wie das letzte Mal. Tavares. Oh. In letzter Sekunde, dass Nurse da gestört wird. Makar gegen Eichel. Ahnungen. Problemlos. So, und jetzt kommt wieder Scott Niedermeyer. Scott Niedermeyer. Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Nee, geht nicht durch die Mitte. Geht hinten rum. Scott Niedermeyer. Scott Niedermeyer macht die Bude nicht. Niedermeyer. Uff. Geht dann ab von Martinez. Scott Niedermeyer. Kriegt den ab. Sir Nurse, schade. Findet nicht den Weg hindurch. Makar, Pietrangelo. Heißkannen. Und das ist Jack Hughes. Uff, kriegt er nochmal einen Check mit. Martinez. Stone, derjenige mit dem Check gewesen. Pietrangelo dreht sich da schön rum. Pietrangelo, Stone und Anunen. Stevenson. Fast aus dem Nullwinkel. Scheibe immer noch im Offensivdrittel der Knights. Kings kriegen die Scheibe hinten nicht raus. Hughes von Pietrangelo ins Leere geschickt. Heisi schön geblockt. Jetzt da vielleicht Makar. Entlastung. Heisi hat die Scheibe. Weißt du, Makar spielt die Scheibe tief. Und Heisi holt sie sich hinten und bindet sie. Ganz stark gemacht von ihm. Riley Smith gegen Poulin. Heisi. Oh, fängt fast die Scheibe ab. Sollte er schon längst wechseln gehen. Taylor Heisi. Gretzky spielt die Scheibe tief. Kriegt er zurück. Macht das stark. Gretzky. Poulin. Passt danach. Klingberg. Heißkannen. Schussweg ist nicht gedeckt, beziehungsweise war komplett frei. War aber auch komplett einsichtig für den Torhüter. Deswegen Heißkannen nicht den Schuss genommen. Smith. Amadio, Klingberg, Smith. Anunen mit der Rückhand. Heißkannen, Kucherov und Konterchance. Jawohl, Kucherov schafft sich den Platz, den er braucht. Oh, klasse Parade. Carlsen kommt in die andere Richtung. Jetzt geht es richtig hin und her. Gefällt mir gut. Klingberg gegen Colson. McNabb kriegt die Scheibe rüber. Carlsson, Anunen hält fest. Dobson. Filier. Sarah Philly. Hoppala. Campbell. Matthews kriegt dann den Schubser weg und deswegen gibt es Powerplay für den HC California. 4 Minuten vor Schluss. Nicholas Haig muss raus. So,
83,1%. 83,1%. Niedermeyer. Hughes, schade. Ich würde es ihnen ja vergönnen. Ich würde es ihnen ja wirklich vergönnen. Ich würde auch Niedermeyer vergönnen, dass er jetzt hier noch seine erste Bude macht. Für uns hat doch keine Bude geschossen. Scott Niedermeyer, meines Wissens. Niedermeyer, Bein gestellt. Strafe kommt. Niedermeyer, Dobson. Dobson. Oh, das wäre so schön gespielt gewesen. Reingelegt und am zweiten Pfosten wäre noch einer gestanden. Schade. Braden McNabb muss raus und somit haben wir doppeltes Powerzahl. 5 gegen 3, glaube ich. Klingberg spielt die Scheibe tief. Niedermeyer ist da. Eine Strafe endet. Das war, ja, zu knapp. Die Strafen aneinander, mehr oder weniger. Oh. Schade, da kommen sie uns gut hinten raus. Gut, dass Tavares hinten aufgepasst hat. Barbaschew, nee. Und jetzt gibt es Strafe, 4 gegen 4. Beinstellen gegen Nylander. Und das Pfeifkonzert ist groß. Es gibt hierfür 2 Minuten. Das ist ein Scherz. Achtung. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Dafür gibt es 2 Minuten. Sorry, das ist ein Witz. Nur gut, das ist genau das Problem, was ich angesprochen habe, dass diese Schiedsrichter-Calls absolut nicht gut genug sind. Aber das kann nicht sein, dass das eine Strafe ist. Das kann nicht sein. Tut mir leid. Das kann nicht sein. Dann hätte das eine Strafe sein müssen wegen Boarding oder sonst was. Also, tut mir leid. Da reden wir von einer Strafe, die ist so lächerlich. Und jetzt dreht es noch völlig auf, dass wir nochmal einen kriegen. Das lassen wir auf keinen Fall zu, Taylor Heisi. Hattrick. Im letzten Spiel. Bei Squad Battles. Chefskiss. Chefskiss. Für Taylor Heisi.
18 Sekunden noch. Und Gretzky setzt auch nochmal einen drauf. Zwei Tore im Spiel, 3 Sekunden noch zu spielen. 7:1. Ich würde sagen, dieser Mittwoch ist sehr versöhnlich. Es fehlt nur noch ein perfekter Saisonabschluss am Freitag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tallahassee verabschiedet sich mit dem Hattrick hier. Vor eigenem Publikum auf jeden Fall mal. Mal schauen, ob wir nochmal ein Heimspiel kriegen online. Vielleicht auch nicht. Aber ansonsten haben wir hier schon mal einen schönen, versöhnlichen Abschied zu Hause. Genau, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V und wir sehen uns das nächste Mal wieder am Freitag. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund, wir sehen uns.